So, Ladies and Gentlemen, ich heiße euch alle willkommen bei Starfield, auch jetzt auf YouTube, ihr habt die Aufnahme gestartet. Wir starten einfach mit der Deluxe Edition, mit den 5 Tagen vorher Early Access. Kann man natürlich auch bei Instant Gaming kaufen, immer noch, und diesen Early Access nutzen. Ansonsten könnt ihr das Spiel auch da so kaufen, um diesen Kanal zu supporten. Danke an dieser Stelle dafür, und wir machen ein neues Spiel. Ich gehe übrigens total blind rein, weil ich finde, Trailer und Gameplay haben vorher nicht viel verraten. Beziehungsweise ich habe mir die Gameplay-Sachen gar nicht so viel angeguckt. Es sah immer ganz cool aus, die Bewertungen sind jetzt so ein bisschen zwischen gut und sehr gut, aber ist natürlich nicht so gut bewertet wie Baldur's Gate 3. Wir schauen einfach mal. Neues Spiel starten, ja. Und ich habe auch schwer gestellt in den Einstellungen schon. Einfach, weil ich es kann. Ich mag Sterne. Presse, Sie wollen den Trailer sehen. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Ich muss ja sagen, ich habe Filmgrain ausgemacht. Und ich habe Bewegungsunschärfe natürlich ausgemacht. Wobei ich jetzt zuletzt bei Under the Waves hat der Filmgrain gut ausgesehen, okay. Aber ich finde für Aufnahmen ist das negativ, weil Filmgrain macht Codierer, also die Codierung kaputt. Ja, nicht kaputt, aber. Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Ich muss gerade mal gucken, auf wie schnell ich die Maus einstelle, damit das für euch nicht so schnell wirkt. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Aber sieht doch schon eigentlich ganz nett aus bis jetzt. Wobei es man erinnert immer noch, dass es Bethesda ist einfach. Ich weiß nicht, ob die normale Fallout-Engine dafür weiter aufgebohrt haben, aber so die Gesichter und so alles sind halt irgendwie Bethesda-Style. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Laser und kein Vorschlaghammer. Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dusties? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Laut, mehr Tempo. Troy, also auf jeden Fall schon mal schöner als das letzte Fallout, was aber nicht schwer ist. Von Fallout 4 sah einfach schon outdated aus, als man gestartet ist. Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Jawohl, Major! Jawohl! Ach, da fühlt man sich richtig zu Hause als Pottkind.
Sorry, bin beschäftigt. Kann nicht plaudern. Dusty, oh mein Gott, ich habe keine Füße. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Ach, glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Arbeitsunfall. Zum Glück tragen wir alle Helm. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Es ist Zeit. Du kommst mit mir. Boah, Gott sei Dank, die Schicht ist rum. Das übliche Problem, ich kann schneller laufen als NPCs auf dem Weg. Also ich bin ja schon zufrieden, wenn das Waffen-Gameplay sich anders anfühlt jetzt in Starfield als in Fallout 4 zum Beispiel. Die Scanner melden einen sauberen Bruch. Schalte ab! Und das ist halt eigentlich das Wichtigste. In den Videos sah das ja eigentlich ganz cool aus vom Waffen-Gameplay. Hella, weiter! Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Also, man kann auf langsam gehen umschalten mit der Umschalttaste der oberen. Ich habe die untere gedrückt, die für Rennen war. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach, Lynn, ernsthaft. Naja, ich hätte halt schon andere Vergleiche als Fallout 4, wenn dazwischen irgendwas gekommen wäre, was mich in irgendeiner Weise interessiert hätte bei Bethesda. Glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Hey, guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Die Werte sind Fallout 76, komisch, was soll das sein? Aber das ist gut, oder? Ich glaube, das war dieses Spiel, wo man... wo Stimmen in meinem Kopf waren. Ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Guck mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich weiß oder schwarz war. Gibt es eine Gesichtserkennung? Das wäre geil. Das Spiel, ich glaube, das gab es sogar, dass du mal Fotos reinmachen konntest. Und dann hat das Spiel dein Gesicht so rekonstruiert.
33 hat mir ganz gut gefallen. So von der Grunddynamik des Gesichtes. Ich weiß nicht, ob es bei Fallout 4 sowas gab. Oh, ich setze jetzt wieder diese Frage. Sollte man ein Alter Ego machen oder sollte man... Das ist schon extrem. Du musst dich die ganze Zeit sehen. Das ist immer nicht Saints Row. Oh, okay, dann bin ich was zwischen muskulös und dünn. Aber nicht ganz dünn, das sieht ja schrecklich aus. Ich habe eher ein dünnes Gesicht. Ach, warum bin ich immer dieses Basic-Ding? Hallo, wir sind noch gar nicht fertig. Jetzt entspannt euch doch mal. Das sieht im Moment noch nach niemandem aus. Kommst du nicht rein? Ich wünschte, ich hätte den Mut, mir den Bart wachsen zu lassen. Ich hab da einfach nicht die Zeit für. Also der Bart muss ein bisschen in den roten Bereich rein. Augen habe ich 2. Ach, dann kannst du hier einen Formmix machen, okay. Ich finde es immer doof mit den Reitern. Weißt du, dann klickst du dich durch und dann gibt es halt keine vernünftige Auswahl. Toll, ich bin blind. Aber schöne Augenfarben. Ziemlich realistische Iris. Ich nehme die buschige Variante. Was soll denn stehen so weit vorne? Kommt jetzt.
Sieht da gut aus. Mein Kind muss auch weiter nach vorne. Nasenmann, du 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 du, Nasenmann, du 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 du, Nasenmann, du 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 du. Und schöne Nase hat der Mann. Oh, Ohren. Da muss ich eine nehmen mit dieser kleinen Falte drin. Das ist ein Überbleibsel von den Schimpansen, die wir in der Evolution übernommen haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so aussehe. Meine Haare sind zu hell. Wir können das gleich nochmal anpassen. Ich mir Hyrosol mal in die Lippen spritzen sollte. Für dickere, für einen besseren Mund. Also, ich habe doch ziemlich schmale Lippen, wenn ich so gucke. Aber das hier ist so ein richtig schöner Mund. Und Überbiss oder Unterbiss habe ich nicht. Mein Gesicht sieht runder aus. Alter! Ekelerregend. Meine Zähne sind super. Also Kiefer finde ich schwierig. Wir müssen immer wissen, das Selbstbild ist immer ein bisschen anders. Nase spitzer? Also bitte. Die richtig guten Augenringe. Die Augen müssen mehr nach hinten. Ja, stimmt. Augenfarbe, Augen. Mehr nach hinten geht nicht. Aber ich muss das Gesicht ein bisschen breiter machen. Das Problem sind die Strähnchen. Die Strähnchen haben sie hier nicht. Dann gehen wir nach dunkelbraun.
Es gehen keine Strähnchen. Ja, direkt zurück damit. So, genug. Was bin ich? Bestienjäger, Bildhauer. Cyberrunner. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis oder Versäumnis des Verwaltungspersonal? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Feststeht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das Hier und Jetzt und der Weg, den du einschlägst. Um einfach nur überzeugen, Sicherheit, Forschungsmethoden. Koch, Fliegen, Kopfgeldjäger, Zielgesteuerungssysteme, Boostpack-Training, Medizinsicherheit, Laser, Professor, Ronin, Nahkampf, Schleichen. Manchen Kämpfern ist Diskretion wichtiger als alles andere. Die Fähigkeit, sich einem Ziel unbemerkt zu nähern und es mit einer schallgedämpften Waffe zu töten, ist ebenso furchteinflößend wie effektiv. Es gibt Leute, die finden einfach so gut wie alles. Dann bin ich Ronin. So, drei Merkmale. Das ist aber alles optional, ne? Alien-DNA. Das hat aber alles eine positive und negative Geschichte, oder? Du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen. Gefällt deinem Begleiter, was du tust, erhöht sich vorbeugend ihre Effektivität im Kampf. Missfällt es ihnen, hat das genau den gegenteiligen Effekt. Es hat sich herumgesprochen, dass du auf deinen Kopf einen Preis ausgesetzt hast. Gelegentlich werden bewaffnete Söldner auftauchen und versuchen, dich umzubringen. Aber in die Ecke getrieben läufst du zu Hochform auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du zusätzlichen Schaden. Ja, als Ronin werde ich gesucht. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan vor dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird dir jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Kinderkram, deine Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Ach, das hört sich ja alles super an. Ja, wer kennt's nicht? Day und Dem. Kenn ich wirklich nicht. Vom Söldnertum zum Dusty-Ruhm. Ich wette weiterhin 5 Credits, dass du einen Ryugen-Manager umgelegt hast. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Es gab so ein Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht. Thank you.
Unser Constellation-Kontakt ist... Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Das braucht ihr doch alles nicht mehr, oder? Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Ach, Helm, so ein Unsinn. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In den oberen Rängen siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Töte 20 Gegner mit deiner Nahkampfwaffe. Ach, so machen die das inzwischen. Dann plündere 25 Behälter. Du kannst zwischen Ego und Third Person switchen, das ist korrekt. Barrett? Lynn! Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Mir geht's gut, gibt nichts zu bereden. Okay, enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was, das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits, dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße! Das ist die Crimson Fleet! Wacht! Macht euch bereit!
Notfallübungen. Los, los! Ihr wollt mich wohl verarschen? Das sind nur Rowdies. Wir schaffen das. Okay, in Deckung bleiben. In Deckung. Ich brauche hier Hilfe. Waffensound aus der Dose. Okay, es ist eine Pistole. Was willst du machen? Nein, ich habe zu wenig Gesundheit. Hallo, ich bin Ronin, ich muss Nahkampfangriffe machen. Du kannst jedes Item angucken. Minus 25% Sauerstoffverbrauch. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Was für ein Druck? Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Runter von diesem verdammten Mond, nichts lieber als das. Gegen ehrliche Arbeit ist nichts zu sagen. Wobei, ja, verstehe schon. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein, abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Ja, und wenn du eine Collector Edition gekauft hast für viele hunderte von Euro, hast du diese Uhr sogar.
Nee, hab ich nicht. Ich hab eine billige. Sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Warum schickst du mich? Sollst du nicht eigentlich gehen? Komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Ich glaube, das ist der schnellste Opener, den es jemals gab. Also Prolog. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Also gestohlen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Es wirkt so, als wenn die Sprachausgabe um eine Sekunde verzögert ist. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Aber immer noch schönere Gesichter als Mass Effect Andromeda. Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Natürlich auch schon ein paar Jahre wieder her. Ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Wir leben noch. Gott, ich muss kotzen. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Traumhaft. Das war mein absoluter Wunsch. So, es ist wirklich diese Mütze. Die hat keinen Mehrwert, es ist einfach nur eine Mütze, die ich auf dem Kopf habe dann. Die Lip-Sync wird wahrscheinlich nur auf die englische Fassung funktionieren. Ist halt leider manchmal so. Also was, woran sich EA immer ein bisschen verhoben hat bei Mass Effect. Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Digi Dietrich. Och, jetzt darf man endlich mal Digger sagen, ohne dass man dabei merkwürdig wirkt. Ach, das ist der Frachtraum. Ah, ich habe mir gedacht, wir spielen Baldur's Gate in Ego-Perspektive und deshalb ist das jetzt Baldur's Gate.
Düt. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Also bis jetzt sehe ich noch keine einzige unscharfe Textur. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Okay, kippen mit A und D. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Ja, wie bei X-Wing vs. TIE Fighter. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Steuerung ist Maus, wie bei War Thunder, ein bisschen. Recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und er setzt seine Waffen ein. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind. Okay, um das Schiff auf das Schiff zu zielen. Er verletzt den Platz, wenn du E hältst. Sehr schön. Halte das Schiff in der Mitte des Hub, dann können wir es erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Er zieht übrigens automatisch, weil gelockt ist. Naja, man hat jetzt auch nichts Großartiges erwartet. Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut. Also dass der Weltraumkampf sehr arkadelastig wird, ist ja klar gewesen. Damit wir die Überreste betreten können. Die Modelle sind sehr hübsch. Natürlich ist das eine Arcade-Steuerung. Also wer die hier eine Art Simulation im Weltraum erwartet hat, das war ja vorher schon zu sehen. Es springen zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position, Captain. Tempo wegnehmen, das kannst du halt schneller drehen. Schilde sind offline. Und bauen sich Schäden auf. Der Crimson Fleet ist
ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Aber ich finde es richtig schön, wie die so zerfetzen. Also, ne, das ist halt schon schön gemacht. Der Frachtraum. Crew gibt es nicht. Verwalte deine Crew, habe ich nicht. Hab keine Freunde. Ach, die ganze Zeit hat es mit mir gesprochen. Sternkarte. Reise durch den Weltraum. Zoome heraus, um das gesamte Sternsystem zu sehen. Zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, indem du das Sternsystem auswählst. Reise nach Crete. Scan nicht möglich. 90% Analyse. Voll Energie! Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt sich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Na, theoretisch kannst du auch woanders landen. Macht halt nur keinen Sinn. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. So, kannst du das Schiff direkt verlassen. Die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. War es nicht tot? Captain. Das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand.
Boah, dem Toaster die ganze Zeit zuzuhören, könnte ein bisschen schwierig werden. Benötigen Sie Hilfe? Aha. Ausrüstungsrad. Das habe ich gesucht. Wenn mich mal die ersten drei Waffen ausrüsten. Kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Touren sind oft unberechenbar. Entfernen. Ach, sei doch nicht so. Also ich finde, der macht doch einen schönen Eindruck. Ja. Wenn ich eines Tages den Scanner auskriege, kann ich ihn auch angreifen. Danke für nichts. Dass ich das Scannen einfach total nicht verstehe. Was jetzt fehlt? Bestimmt die Favoriteneinteilung. Ja. Ich weiß, lass mich schon so zu sehr ablenken im Spiel. Oh, du musst mehrere davon scannen anscheinend, damit du das am Ende als 100% Scan hast, oder?
Sieht so aus. Also rennst du über den ganzen Planeten ständig zum Scannen. Gott sei Dank habe ich 5 Minuten in der Mine gearbeitet. Ich muss dann nur Material scannen, weil ich noch nicht kenne auf dem Planeten, damit das als Ressource mit in dem im Ding drin ist. Das habe ich ja gemacht. Doch, wir haben Blei gerade gescannt. Wie lange ich noch mache? Solange ich kann. Blei ist nur genau dieselbe Graufarbe wie ausgegraut. Können wir mal wenigstens ein bisschen Periodensystem lernen. Was ich früher im Chemiestudium machen musste. Eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner sind. Schwerkraft. Und brutal. Macht nichts draus. Ich wette, es lässt sich gut mit denen reden. Vor allem, wenn ich mit gezogener Waffe da reinkomme. Sage, ich will eigentlich gar keinen Müll sammeln. Aber bis jetzt hält er eigentlich mindestens 60 FPS auf 4K. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Klopf, klopf, wer ist da? Planet, Planet wer? Planet, ihr eine Party, eure Hoheit. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä, was ist ein Huhn? Sagt ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau, ich wurde angeheuert, um dich zu töten und ich erledige immer meinen Job. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Wie kriegt man eine Freestar Collective Hinterwäldler vom Baum? Man winkt. Schlechte Leute, schlechte Witze, Band 2 von Louis Looper ist der Nachfolger des Originals und ist ebenfalls zum Kulthit avanciert. Naja, 4K ist immer noch, sag ich mal, nicht im... Also, wenn man FSR benutzt oder, ich vertue mich eh immer dabei. Dann, kann man relativ viele Sachen auf 4K spielen, aber die Maximalqualität kriegst du damit halt eigentlich nicht raus. Jetzt die 4090 bei mir ist wahrscheinlich gut am Rödeln drin. Oh, guck mal, ein Toter.
scheint ihn nicht so zu interessieren, dass er tot ist. Taschenlampe macht die Umgebung hässlich. Ich registriere keine Lebenszeichen mehr im Gebiet. Hallo? Kommt meine Dose da auch raus, wenn ich 75 Credits bezahle? Und jetzt wirst du selbst vom Spiel abgezogen. Guck, jetzt bin ich Pirat. Oh ne, da ist mein Boompop. Ich glaube, die Gände können mir besser gefallen als die andere Waffe. Deine Uhr piepst schneller, wenn dir der Schutz deines Anzugs nachlässt. Ganz entspannt, der Ronin hat Nahkampffähigkeiten, das ist korrekt. Es gibt ja nur einen Vorteil auf den allerersten Skill. Noch mehr Enttäuschungen. Neue Kreatur, neuer Fehlschlag. Noch ein paar weitere Exemplare vorbeigebracht. Wir haben ja schon einen Napf gesehen gehabt vorhin. Das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Das Problem ist einfach, dass das dämliche Vieh hier, ich meine das ganz tolle, der ganz tolle Roboter, fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt. Ach, so ist das gemeint.
Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Nur wegen den Zertifikatwaffen. Du kannst ja trotzdem mit der Pistole die Ränge machen oder mit den Schrotflinten. Oder? Doch, ich glaube schon. Entsperren Laserwaffen verursachen. Lulup. Führe 10 Schleichangriffe aus. Dass du mich erstmal an einen rankommen. Während ich schleiche. Und das geht mit dir nicht. Du dickes Baby, ey. Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärfunktion. Mit dem kannst du dir alles hervorheben lassen, womit du interagieren kannst. Wenn du eine lange E hältst, jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass wenn ich lange E halte, ich das essen würde direkt. Und nicht, dass ich das hochhebe. Die Tiere. Kein Problem. Vom Feind mehr. Korrekt. Los geht's! Beschossen? Du bist tot. Ich registriere in diesem Gebiet keine feindliche Aktivität mehr. Eine modifizierte Grände. Das stimmt überhaupt nicht. Es müssen noch zwei leben. Wir haben hier rote Pfeile. Legst dich mit der Fleet an? Dein beschossen. Im Kampf ruft Barrett oft. Ping, ping, ping. Du bist mir keine Hilfe. Aber keine Ahnung, warum du hier bist. Wir sind noch nicht fertig.
Da tue ich zurzeit viel mit F und E. Ach so, dann kann ich den entsperren. Das ist die Geschichte. Also ich kann weitere Fähigkeiten entsperren. Du gewinnst mehr häufige und seltene anorganische Ressourcen aus Oberflächenobjekten. Erhöht Kraftsprungreichweite des Sprungantriebs um 15%. Fügt den Handscanner einen optionalen Zoom hinzu und erhöht die Scan-Distanz auf 20 Meter. Das Problem, glaube ich, ist, dass meine Waffe, die ich benutze gegen die Piraten, nicht so einen hohen Durchschlag hat. Da können wir jetzt nochmal mal gucken. So, die Grenze ist modifiziert, hat mehr Distanz, höhere Feuerrate. So, das soll wahrscheinlich heißen, dass ich zwei davon habe. Ich habe für die mehr Munition. Ich glaube, wenn ich Heilung benutze, übrigens wird einfach irgendwas reingeschmissen, weil ich so im Inventar habe. Ob Medpack oder sonst irgendwas. Terrormorph Exemplar. Dank der US Marines haben wir nun das zweite Puzzleteil, einen voll ausgewachsenen Alpha Predator. Laut meinen Recherchen stellen eine Gruppe Astrogeologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf dem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnung darüber, wie sie dorthin gelangt war. Heute bringen wir das NSI am Terrormorph an. Ja, wie die Teufelsklingen in jetzt lass mich nicht lügen. Fallout. So. Bei dem Spiel haben sich echt wieder was Tolles ausgedacht. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor.
Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie... Ekelhafter Wurm. Das ist der Zoom. Krass. Hat sich gelohnt, das Upgrade. Rattler mit einem Schalldämpfer. Juhu! Jetzt kann ich Stealth Kills machen. Wieder mehr Corona-Infektion. Ah. Minus 50% Schaden von Robotergegnern. Naja. Siehst du irgendeinen Roboter? Was? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den... Hat er wirklich Metall an seinem Auge, dass das so aussieht wie eine Augenklappe? Genau, ich habe Barrett getötet, sagt also ein Piratenfreund, sie sollen Leine ziehen. Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Auf meinem Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwindet, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört und... Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenken oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen, scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war.
Also wenn du Schiffe tauschen willst, nur zu, die Frontier gibt es eh bald, gibt eh bald den Geist auf. Du würdest das Schiff aufgeben? Einfach so? Denk einen Moment an alles, was du schon verloren hast. Du willst doch nicht noch mehr verlieren. Ich kriege dieses Schiff. Hör auf, mich zu verwirren. Ihr irrt euch, die Constellation ist ein Entdeckertrupp. Das sind keine Schatzjäger. Spar dir das. Ich weiß, dass das Schiff voller Beute ist. Tja, unversagt. Ich habe genug gehört. Tötet sie! Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte. Sie gehen stets davon aus, er sei ein Schatzjäger in der Mission der Gegenstände. Sie liegen falsch. Meistens. Irgendwas kämpft da unten. Ach, der Roboter kann doch eh nicht schießen. Ja, ich bin zu weit weg. Upsala. Komm her, ich hab ne Axt für dich. An die Seite, los! Ja, ich hätte in das Schiff vielleicht reingehen können, was auch immer mich da erwartet hätte. Liebe oder so. Ich lauf gleich zurück, kein Stress. Genetik, Doppelhelix, Kohlenstoff basiert.
will nicht schnell reisen, ich will wieder da oben drauf. Okay, auf Schrägen kannst du nicht springen. Schaden gibt es nicht. Haben also meine starken Beine abgewehrt. Muss ich echt nochmal durchlaufen, weil. Toll, bleib zu. Oh, ich möchte doch nur an den Boss-Piraten ran, um den seinen Loot wegzunehmen. Ah nee, es bleibt nicht zu. Ich bin doof. Wenn der Scanner auf ist, kann ich keine Tür öffnen. Das haben sie auch super hinbekommen im Spiel. Wir haben zu viel CO2 im Anzug. Füllt sich ja unten den Sauerstoff auf. Und der wird ja verbraucht, wenn ich renne und sowas. Kannst du dem Roboter auch schweren Loot geben? Ich kann das machen, ja. Ich finde die Infomenge aber relativ bescheiden, wenn du Sachen anguckst. Diese Milch, die neben der Toilette stand, die ist bestimmt toll. Wenn du schwer bist, verbrauchst du mehr Sauerstoff. Hallo? War die positiv und so? Wenn du schwer beladen bist. Schreibtischassistent Egmund. An dem Ding waren wir dran. Was soll ein Herz Plus sein? Ich glaube, das ist einfach nur eine miese Übersetzung für etwas, was HP generiert. Vielleicht.
Der Bot bewaffnet, wenn er eine Waffe im Inventar hat. Wir müssen ins Alpha Centauri-System. Ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. Gucken wir mal. Achso, die macht Laserpistole 10 Energieschaden. Vor allem haben sie da Tauschen reingeschrieben, anstatt geben. Ja, erste Hilfe ist das alles. Mir fehlt mir auch. Weiß nicht. Um mit den Sachen zu interagieren. Ich finde das Menü auch nicht sehr schön für einen PC. Sieht übrigens nicht so aus, wenn er die Waffe ausrüstet. Projekt Pet Shop. Als die Belegschaft und ich heute Morgen eintrafen, war die Anlage komplett betriebsbereit. Kein Wunder, schließlich haben die United Colonies keine Kosten gespart. Ist das alles aufregend, die volle Unterstützung hinter sich zu wissen, ist wahrhaftig beflügelnd. Die Xenokriegsführung ist der nächste Schritt in der Evolution der bewaffneten Bodenkonflikte. Das ist uns genauso bewusst wie dem Freestar-Kollektiv. Im Grunde ist es wieder so wie im Jahr 1942. Wir sind wie ein zweites Manhattan-Project und wollen der anderen Seite zuvorkommen. Ah, sie wollen... Ach, man hat irgendwie, wenn ich bei Xenokriegern denke, denke ich einfach sofort an Stellaris. Na guck, da ist auch noch ein Lasergewehr drin. Was wir vorhin übersehen haben. Wir haben hier im Chat einen Xenokrieger. Nein, das ist ein ganz anderer Xeno. Fehlt mir auch die Null. Also. Pff, irgendwas zu lesen zum Beispiel. Guck mal, hier liegt Oliver Twist. Papiertücher.
schwebender Schreibtischplanet. Ah, den kann ich von Amazon. Aber es scheint so, als wenn man wirklich ganz viele Gegenstände an Basis ihres Aussehens erkennen muss beim Scannen. So, Office waren wir doch vorhin auch schon. Stimmt, hier war aber auch noch... Der Terrormorph ist frei. Da wusste ja noch gar nicht, dass man die aufheben kann. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... Naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Zahnmedizin. Aber wir sind jetzt richtig. Jetzt komme ich hier wieder aus dem Dach raus. Es tut mir leid für den kleinen Umweg, aber ich wusste ja nicht, dass wenn ich von dem... Was ja auch total dämlich ist. Du springst ja von dem Ding runter, um dieses Piratenschiff abzuwehren. Weil ich meinem Nahkämpfertum gerecht werden will. Kills im Nahkampf lassen sich schneller laufen. Nahkämpfer verursachen 50% mehr Schaden. Nahkampfkills heilen dich. Hallo? Da gehe ich ja wohl wie Butter durch die durch. Wo ist er? Da ist Brogan. Toll, und der hat nur Müll dabei. Hat sich ja voll gelohnt. Aber soll man nicht auch mal zu einer... Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Ich weiß, ich würde gerne sowas in der Art wie eine Markierung machen. Die ich nicht direkt auf den Ort machen darf, aber ich darf sie davor setzen. Ah. Ich sehe Karte. Für den Terrormorph, der weggelaufen ist. Oh, es gibt doch Fallschaden. Du wurdest mit einem Leiden belegt. Status? Ach, Prellung. Am Scanner siehst du die auch. Dann ist ja gut. Ja, wir haben das erste Biom abgeschlossen. Ach so, dass er schlot.
Der tut mir nicht so gut. Argon zugefügt. Geil, damit musst du interagieren. Ich habe nicht vor, gegen euch zu kämpfen. Deshalb bleibt cool. Herz Plus ist wirklich wieder verbessert Widerstand. Und ich habe übrigens für mein Leiden nichts. Du musst mich was suchen, was da vom Verfahren her, was da oben ist, als Zeichen meinem Leiden entspricht. Ah nee. Dient zur Schützung von verwundeten Gliedmaßen, zur Behandlung von Leiden. Knochenbrüche, Schädelbrüche, Verstauchung und Muskelrisse. Bin nicht sicher, ob das das Richtige ist. Nee, ist was anderes, als ich hier unten stehen habe. Doofes Spiel. Weil es eine Prellung ist. Kann man vielleicht auch mal ordentlich dazu schreiben können. Beziehungsweise finde die richtige. Ich finde die richtige Medizin für mein aktuelles Leiden. Was stimmt mit deinen Augen nicht? Mal weniger furzen würde. Wasser. Wasserquelle ernten. Naja. Also will ich bei so ein paar Sachen. Danke für deine Alkane. Jetzt wird nur noch NE. Neon.
Ach, die bewegen sich sogar verletzt weg. Ach, die Armen. Nein, ich möchte keinen Außenposten hier bauen. Oh, ich wünschte, gibt es ein Fahrzeug später? Was soll das denn? Das ist doch einfach was anderes. Das ist doch eine ganz andere Anlage. Ich dachte, hier kommt eine Höhle oder sowas. Also ich hätte mit meinem Schiff einfach hier hinfliegen können. Verlassenes Mineralwerk. So, Kampfeinheit aktiviert. Ist es auf meiner Seite? Lies die Slate über den geheimen Außenposten. Ich würde sagen, wir sind am geheimen Außenposten und es wird dunkel. Unser Tod scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. Zu viel Last. Wenn Sie Vorräte benötigen, sollten Sie sich an andere Menschen wenden. Wir sollten nicht mehr vor. Ich nehme Ihnen gerne. Nein, da war ein Buspack dran. Ach, ist auch egal. Über Navy Entermesser. Ja, warum nicht?
Ausrüsten. Moment, da ist auch ein Boost-Pack dran. Man muss sich wirklich erstmal gewöhnen. Nein! Oh. Dann wieder zu Vasco rüber. Tab zurück, Helme. Den Helm wieder zurück in mein Inventar. Wieder wechseln auf Inventar. Helme. Das geht bestimmt nur mit Controller gut. B ausrüsten. Ich sehe schon, was am schwersten ist. Munition hat kein Gewicht, das ist ja schon mal nett. Und Ressourcen nehmen bestimmt auch ganz viel Gewicht weg. Körperflüssigkeiten entfernt. Sortieren nach Wert, sortieren nach Gewicht, alles klar. Entschuldigung. So, mit I nochmal rein. So, geht es auf 4. Mein Katakai auf 9 legen. Fügt sie mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. Was ist das? Habe ich keine Ausrüstung an? Ohne Scheiß, ich glaube, ich habe wirklich nur den Helm an gerade. Nö, ich habe gar nichts an. Wir müssen ins Alpha Centauri-System. Ich habe noch genügend Platz für... Zieh niemals den Helm ab. Puh, Menü der Hölle. Menü aus der Hölle. Ich habe nichts anderes erwartet. Du bist schon tot. Das wird lustig. Energie erforderlich. Ich sehe schon, wie die Nahkampfwaffen abgeschwächt werden in Zukunft. Ich will einfach nicht noch mehr Trash einsammeln. Oh, guck mal, eine Leiche.
Das Logbuch des Freestar-Captains erhöht Tragekapazität um 5 Kilogramm. Ohne Scheiß. Und das findest du dann einfach so. In dem Schrank im Nirgendwo. Klopf, klopf, wer ist da? Varun, Varun, wer? Varun, Varun. Hör dir mal diesen Antrieb an. Kommt eine Alien-Spinnenbestie in eine Bar in Aquila City. Fragt sie der Barkeeper, na, was ist dein Gift? Warum war der Außerirdische im Euphorika. Er wollte sich mal richtig wegbeamen. Klopf, klopf, wer ist da? Gagarin, Gagarin wer? Ich würde es ja sagen, aber das ist echt zu Gaga. Warum konnte der Freestar Ranger nicht auf die Konferenz? Er hatte seine Marke nicht dabei. Schlechte Leute, schlechte Witze. Sollten die eher ein paar Flachwitze gucken sollen. Flachwitze gucken. Das Schloss ist so schwierig zu entsperren. Ja, ist mir auch klar, weil die Stationen, also die Gegner, die hier waren, ja Level 8 waren. Wenn wir keinen magischen Moment haben. Oh, eine Schrotflinte. Macht die Anlage nicht kaputt. Ich rücke vor! Feuer! Option mehr. Nagelt sie fest. Da oben bist du. Stirb endlich! Das mache ich nicht mit! Gewalt ist keine und tot. Eine bessere Möglichkeit darüber zu kommen. Ja, Level 14, easy going. Lebenserwartung deutlich. Stirb! Stirb! Du, 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 du.
Ach, der hat mehrere Health Bars. Roboter, mach du das. Fliegen ist keine gangbare Option mehr. Upsala. Ich weiß nicht warum. Achtung, Schaden erlitten. Also irgendwie ist die KI jetzt auch nicht die schlauste. Aber habe ich auch nicht erwartet. Also. Level 40 Gegner sollte vielleicht ein bisschen gefährlicher sein gegen mich Level 3 Gegner. Das ist der letzte. Ach, Schloss Lehrling. Oh, ein Forschungslabor. Schließt im Forschungslabor Projekte ab, um Herstellungsprozesse zu entdecken. Um mit einem Forschungsprojekt erfahren zu können, benötigst du Materialien. Helmmods, Anzugmods, Laufmods. Okay, ich glaube, das ist ein übergreifendes Inventar. Kostet keine Zeit. Muss man ja doch jeden Scheiß einsammeln, ey. Das ist ja. Dafür brauche ich Waffentechnik Rang 1. Schräg.
Also Helium 3 braucht man wahrscheinlich für irgendwas. Lass mich einfach einsammeln. Wir sind mal bei 2 Stunden für den ersten YouTube-Part. Gefühlt habe ich nichts geleistet. Du kannst dich schnell reißen, wenn Gegner in der Nähe sind. Also bitte. Ich kann nichts dafür, dass hier irgendwo einer versteckt ist. Ich muss echt auf jeden Fall gucken, wo die Geschichte ist mit Waffentechnik, Anzugdesign, Scan, Astrophysik, Chemie, Kampf, Dieb, Taschendiebstahl freischalten. Handeln, Gastronomie überzeugen, Verhandlungsgeschick, Isolation, Einschüchtern, Diplomatie, Täuschung. Was ist mit Schlösser knacken? Gegenüber der Crew schon klar. Aber scheiß drauf, tötet, wenn es sein muss, um nach dem Denobula IB zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Die man nicht benutzen kann. Wir gehen einfach von der Technologie her immer weiter zurück. Hallo, ich konnte in Duke 3D schon Klospülung bedienen. Ich bin zu schwer. Egal, wir sind gleich im Schiff. Hoffe ich jedenfalls. Boah, du trägst so viel, du kannst dich schnell reisen. Komm mal her. Wir sollten nicht mehr das Tragen von Objekten gehört zu machen. Oh, Vasco ist auch fast voll. Egal, sortiere nach Gewicht. So, die war vor 3 Mods drauf. Also kommst du rüber. Schrotflinte. Mmh.
gibt natürlich keine Taste für schnelles Wegschmeißen. Was so kann ich mehr tragen? Das war mir klar. Und der Anzug ist sogar besser als mein Piratencharger. Dann kann ich den nämlich weglegen mit R. Du kommst auch weg. Jetzt muss ich schnell reisen können. So, ich habe ja eine. Ich habe nicht alles erkundet. Ist es aber auch gerade egal. Warum? Was? Ich habe immer noch 5 zu viel. Der Anzug hat sogar Tarnfähigkeit. Halte dich still beim Schleichen, dann verschwindest du. Guck mal. Ui, ich bin unsichtbar. Ui. Cooles Ding. Bitte Schnellreise zu meinem Schiff. Danke. Captain, zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. So, mal eben gucken. Nein, ich möchte nichts aus dem Frachtraum rausholen. Ich möchte in mein Inventar rein und möchte zum Beispiel Ressourcen. Alle Ressourcen lagern. So nach Wert. Müssen diese Reparaturkits welche in meinem eigenen Inventar sein? Ist das nicht besser, wenn das im Schiff ist? Einfach mal so vom Grundgedanken her. Ach, ich kann scannen, wo welche Ressourcen vorkommen, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja. Guck mal, ich könnte zu dem Ort trotzdem nochmal schnell reisen. Weil ich ihn aufgedeckt habe. Dann haben wir alles festgestellt, was ich mir gedacht habe. Berge erforscht zu 0%. Achso, so sind die anderen Biome. Eisig vulkanisch.
Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation. Auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Warum hat der Roboter Fotos von unterschiedlichen Orten, wo der war? So, machen wir an der Stelle einen Break, damit ich nochmal was trinken kann. Und auf YouTube einen Break mache.